Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute wollen wir ein bisschen mit dem Zufall arbeiten, denn Zufall ist was, was man wirklich häufiger braucht, als man denkt. Achtung, wir arbeiten hier nicht mit kryptografischem Zufall. Wenn ihr irgendwas mit Kryptografie machen wollt, dann schaut bitte in die jeweiligen Bibliotheken rein. Die liefern euch eigene Zufallsgeneratoren mit. Diese Zufallsgeneratoren sind nur für so Sachen wie Würfeln oder sowas gedacht, also nichts, was irgendwie mit Kryptografie zu tun hat. So, aber ihr bekommt natürlich aus den allermeisten Programmiersprachen hier über Import Random bekommt ihr den Zufall und darüber könnt ihr dann ziemlich coole Sachen machen, wie eben zum Beispiel zufällig würfeln oder sowas. Das ist natürlich dann alles möglich und dadurch habt ihr dann natürlich auch so einen Effekt in euren Anwendungen drin, der ein bisschen in Richtung Spiel geht. Das heißt, ihr müsst nicht immer oder es wird nicht immer automatisch dasselbe gemacht. Es ist sozusagen einfach zufällig. Also Tic-Tac-Toe als bestes oder nicht Tic-Tac-Toe, Kniffel als bestes Beispiel. Bei einem Kniffel macht es natürlich relativ wenig Spaß, wenn der Computer immer dasselbe würfelt. Das heißt, ihr könnt hier schlecht hart gecodete Werte, also feste Werte reinschreiben, sondern ihr nehmt euch einen Zufall. Aber man muss natürlich auch wissen, wie dieser Zufall zustande kommt. So, und da gibt es jetzt zwei Ausprägungen davon. Und zwar, manche Programmiersprachen liefern euch dankbarerweise Ganzzahlen mit, also Ganzzahl-Zufallsgeneratoren mit. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel ein int i ist gleich random, das ist normalerweise auch einfach nur als statische Funktion, random.randint wird es ganz gerne genannt, für random integer oder einfach random int oder sowas, kann natürlich vorkommen. So, und manchmal, wenn es wirklich sehr komfortabel ist, könnte ich hier auch noch angeben, von wo bis wo eure Zahl sein soll. Das heißt zum Beispiel von 0 bis 6 jeweils einschließlich. Das heißt, ihr könnt hier nur ganz Zahlen, würfeln von 0 bis 6. Macht natürlich keinen Sinn, wenn wir einen Würfel haben, wollen wir von 1 bis 6 würfeln. So, das ist aber eher selten der Fall. Das kann zum Beispiel Python, aber die meisten Zufallsgeneratoren, die mitgeliefert werden, liefern euch einfach eine zufällige Zahl zwischen 0 und 1. Das heißt, ihr habt sowas hier wie float f ist gleich random oder random.next, sowas in die Richtung. Das liefert euch einfach eine zufällige Zahl, die dann eben eine Fließkommazahl ist zwischen 0 und 1. Das heißt, 0 ist ganz, ganz selten der Fall, 1 ist nie der Fall. Also sowas in die Richtung. Also zum Beispiel 0, sowas in die Richtung. So, jetzt fragt man sich natürlich, wie kann ich jetzt hier sagen, okay, ich will tatsächlich meine Zahl dadurch haben. Also zum Beispiel von 1 bis 6. Wie mache ich das Ganze jetzt? Also wenn ich natürlich eine Zahl zwischen 0 und 1 suche, bin ich jetzt schon fertig. Klar, aber das braucht man eher selten. Also was macht man hier, um jetzt Zahlen zwischen 1 und 6 zu bekommen? Naja, man sagt einfach, ich multipliziere meinen Float f mit der Anzahl an verschiedenen Ganzzahlen, die ich gerne haben möchte. Also in unserem Fall haben wir 6 Ganzzahlen, nämlich von 1 bis 6. Das bedeutet, ich mache hier mal 6. Jetzt können Zahlen rauskommen von 0 bis fast 6, also 5,99999. Sowas kann rauskommen, was dann im Endeffekt gerundet wird zu 6. Das kann jetzt alles rauskommen. Okay, das ist jetzt schon mal nicht schlecht. Was ich jetzt machen möchte ist, ich runde entweder ab oder ich runde auf. Eins davon wäre jetzt in unserem Fall tatsächlich eine sinnvolle Option. Das heißt, ich sage hier, mein Zufall, also int Zufall ist gleich math. So, und jetzt gibt es zwei Funktionen, die man da vielleicht in dem Zusammenhang kennen sollte. Und zwar einmal seal zum Abrunden, zum Aufrunden. Das bedeutet, das Ergebnis hiervon ist immer die nächste Ganzzahl. Oder floor ist die nächste abgerundete Ganzzahl. Das heißt, aus 5,99999 wird bei floor 5,0. Also eigentlich nicht 0, sondern wirklich nur 5. Und das heißt, wir haben, wenn wir floor machen, alle Zahlen von 0 bis 5. Und wenn wir seal machen, haben wir alle Zahlen von 1 bis 6. Jetzt kann ich aber trotzdem mit floor hier arbeiten, wenn ich das möchte. Das schneidet mir einfach sozusagen das hinten dran ab, also konvertiert mir meine Zahl in Integer und dann kann ich sagen plus 1. So, was jetzt passiert ist natürlich, ich habe alle Zahlen von 0 bis 5, plus 1 macht dann wiederum alle Zahlen von 1 bis 6, nur als Beispiel eben. Das heißt, das hier ist die Anzahl an verschiedenen Zahlen, die ihr haben wollt, dann geht ihr auf die Ganzzahlen und dann einfach plus 1 als Beispiel. So, jetzt bin ich aber hier immer noch nicht ganz durch.
Denn manche mathematischen Bibliotheken liefern euch eine, naja, stärkere oder nervigere Floor-Funktion mit. Da muss man angeben, auf wie viel Dezimalstellen man runden möchte. Oder vielleicht möchtet ihr eine zufällige Zahl mit 2 Nachkommastellen haben. Was ich also jetzt machen kann, ist, es gibt auch noch eine Round-Funktion, die rundet euch einfach immer auf das nächste. Das heißt, wenn ich jetzt hier Zahlen von 0,0 bis 5,99999 habe, dann rundet mir das ab 5,5 auf 6,0 auf. Und unterhalb von 5,5, also 4,99999, wird auf 5 gerundet. Warum das aber eher ungünstig ist für unseren Fall, naja, dann müssten wir hier mal 5 machen. Denn wenn wir 0,0 haben, beziehungsweise bis 0,49, wird 0 ausgegeben. Aber es kann natürlich hier auch einfach eine 6,0 ausgegeben werden. Deswegen wäre hier mal 5 nur möglich. Aber wir gehen wieder zurück auf unser Beispiel. Was jetzt aber hier bei dieser Round-Funktion oder bei den meisten auch Floor- und Ziel-Funktionen der Fall ist, die runden immer ganz auf. Wenn ihr jetzt zum Beispiel aber ein paar Dezimalstellen noch haben wollt, also ihr wollt eine Zahl, sagen wir mal von 0,00 bis 0,01 oder sowas, dann müsste ich hier irgendwie auch noch diese Nachkommastellen angeben. Also das heißt, ihr wollt entweder 0,00 oder 0,01 und eure Nachkommastellen, die danach kommen, wollt ihr eigentlich abgeschnitten haben. Was ihr dann also macht, ist, ihr benutzt die Round-Funktion und dann sagt ihr, okay, ich hätte ganz gerne jetzt eine Zahl entweder 0 oder 1, das heißt, ich stecke einfach mein F rein, was mir dann wieder eine Zahl von 0 bis 1 ausgibt und dann teile ich diese Zahl einfach durch 100. Und dadurch kann ich jetzt natürlich auch hingehen und sagen, okay, ich hätte ganz gerne meine Kommastellen hier hinten. Manchmal muss man das aber auch tatsächlich in dieser Round-Funktion hier schon angeben. Das macht man zum Beispiel dann eben mittels mal 100. Beziehungsweise, wenn man das macht, muss man das eigentlich immer hier drin machen. Man muss dann immer mal 100 machen und dann wieder durch 100. Sonst hat man ja einen völlig anderen Wert hier drin. Und was dann eben hier passiert ist, man rundet eigentlich auf eine Ganzzahl, teilt dann aber wieder durch 100. Dadurch bekommt man eben diese Nachkommastellen hier wieder. Ja, und jetzt war das eigentlich mehr fast ein bisschen mathematisches Runden-Intro als random. Aber so muss man tatsächlich mit diesen Randoms umgehen, damit sie irgendwie einen sinnvollen Output haben, den man auch wirklich benutzen kann. Also die meisten Random-Generatoren liefern tatsächlich einfach nur eine Zahl zwischen 0 und 1. So, jetzt noch ein letztes kleines Denkspiel für euch. Und zwar, wie könnte ich jetzt aus einer Liste oder aus einem Array, sagen wir mal, ich habe hier eine Liste bzw. ein Array, ist scheißegal, was es ist, und möchte hieraus eine zufällige Zahl ziehen. Naja, was mache ich dann? Ich ziehe mir eine Zahl zwischen 0 und 5 jeweils inklusive und dann nehme ich mir einfach das Element an genau dieser Stelle. Das heißt, 0. Element, erstes Element bis hin zum zweiten, dritten, vierten, fünften Element und je nachdem, was ich eben für eine Zahl gezogen habe, kriege ich hier ein zufälliges Element wieder raus. Also selbst aus Listen kann man zufällig ziehen, man braucht nur eine zufällige Zahl, die kann auch zwischen 0 und 1 liegen. Je nachdem, was ihr für eine Sprache habt, wird es euch ein bisschen einfacher gemacht. Manche bieten euch auch tatsächlich ein zufälliges Element aus einer Liste bzw. einem Array an, aber die meisten tun es eben nicht. Die meisten liefern euch einfach nur eine Zahl zwischen 0 und 1. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.